Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgenommen habe. Viel Spaß. Nächster Tag in For the People. Ergebnisse des 12. September. Wir haben minus 2 Budget, keine Veränderung in der Zufriedenheit der Partei und auch keine Veränderung in der Zustimmung der verschiedenen Bezirke. Den Tag abschließen. Ja. Guten Morgen, Genosse Weber. Ich habe Ihnen die neue Ausgabe des Eisernen Boten mitgebracht. Das ist unsere Stadtzeitschrift. Guten Morgen. Danke. Legen Sie sie auf den Tisch. Wie sie immer so zurückguckt. Ja, auch beim Reingucken schon. Gucken wir erst in die Zeitung oder gucken wir, was wir an neuen Briefen haben, Romy? So, und hier die Stadtzeitschrift. Die wurde doch herausgegeben, war das die Tochter von dem Arzt? Wir können nochmal gucken. Genau. Rigidiert die Wochenzeitung Eiserner Bote. Okay. Wollen wir... Und da klingelt das Telefon schon wieder. So ein Stress hier. Ist auch das normale Telefon. Ja. Genosse Weber, es kam ein Mensch, den Sie außerhalb der Reihe empfangen möchten. Ah, unser Freund von damals. Genau, der auch keinen Namen hat, auch interessant. Ja, in Ordnung, soll hereinkommen. Guten Morgen, Vorsteher des Stadtkomitees. Hallo Ray, setz dich, eine Zigarette. Vielen Dank, das kann ich natürlich nicht ablehnen. Es ist so lange her. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Sind du und Nathalie immer noch nicht verheiratet? Wir haben uns vor einem Jahr getrennt. Der Ring ist immer noch in der Schatulle. Zum Glück hat dir das Schicksal einen Trostpreis zugeworfen, der genau hinter dieser Tür auf dich wartet. Also Ray, Genossin Rosie ist eine gewissenhafte Mitarbeiterin und wir sind einfach nur Kollegen. Vielleicht brauche ich in der politischen Abteilung solch eine Angestellte mehr als du. Schäm dich für solch eine revolutionäre Sichtweise gegenüber Frauen. Ich melde dich bei der politischen Abteilung, dann wirst du sehen, ich werde genau dir schreiben. Ja, ja, das würde ich mit Freude lesen. Genug Witze gemacht, Ray. Du wolltest also über die Arbeit sprechen. Ja, die Situation in der Stadt ist kompliziert. Die Miliz berichtet stets von Krawallen unter den Arbeitern. Die Protestlaune in der Stadt nimmt zu. Mir scheint es, als ginge es hier nicht um zivilen Aktivismus. Hier gibt es einen doppelten oder sogar dreifachen Boden. Dieses Problem gehört allein dir. Das liegt außerhalb meiner Befugnis. Das ist klar, doch du hast über das Telefon von einer Zusammenarbeit gesprochen. Ja, das stimmt. Ich kann dir bei der Beschaffung von Informationen aus meinen Kanälen helfen. Muss nur anrufen. Das Städtchen ist nicht allzu groß, ich habe keine Vorgesetzten hier, also sollten keine Informationen über unsere Zusammenarbeit nach außen geraten. Unsere Kooperation hilft, um dem Volk und der Partei zu einer besseren Zukunft zu verhelfen, natürlich. So, zwei Optionen. Klingt vernünftig, schreib aber deine private Telefonnummer in mein Notizbuch. Ich möchte nicht die Büronummer anrufen. Oder das Angebot ist verlockend, Ray, doch ich muss leider ablehnen. Ich möchte nicht, dass das später zum Problem wird und dir oder mir das Leben ruiniert. Ich werde damit irgendwie selbst klarkommen. Also ich tendiere, klingt vernünftig, schreib aber deine private Telefonnummer in mein Notizbuch. Ich möchte nicht über die Büronummer anrufen. Hey, wir kennen den Typen von früher, es ist kein Unbekannter. Was passiert? So, wozu sagen wir jetzt ja, obwohl wir noch gar nicht wissen, wozu wir ja? Also, wir sagen zu irgendwas ja und es ist nicht so richtig klar, was denn da für uns jetzt noch dranhängen könnte.
Richtig, ich würde pauschal sagen, wir haben seine Nummer und wir müssen diese nie anrufen, wenn wir das nicht wollen. Aber es ist eventuell eine gute Möglichkeit, uns aus der Klemme zu helfen. Wir kennen sonst bisher noch niemanden und wir müssen diese Option nicht annehmen, weil wir nehmen seine Nummer und wenn wir seine Hilfe brauchen, rufen wir ihn an. Also ich sehe hier keine Verpflichtung, dass wir sagen, ja, wir antworten zusammen und plötzlich in einer Woche kommt er darauf zu und wir haben gesagt, ja, wir helfen ihm auf jeden Fall. Also deswegen fände ich diese Sache noch relativ safe. Ich finde es auch schön, parallel im Chat mitzulesen, der auch genauso schwankt wie wir, so dieses in die eine Richtung tendieren, aber auf der anderen Seite, Informationen sind ja auch nichts Schlechtes und wir verpflichten uns ja zu nichts. Und alte Freundschaften sind immer super vertrauenswürdig. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man ja auch seine Feinde und seine Freunde nah bei sich haben sollte, nicht nur die Freunde, sondern auch die Feinde, und wir noch nicht wissen, wer er ist, könnte ich mit Variante A leben. Ja, es ist der Aktivpart ist bei mir. Er schreibt uns seine private Telefonnummer auf und wir können überlegen, ob wir ihn anrufen. Und nicht das andersrum. Das wäre eine ganz andere Sache. Da würde ich nicht so schnell sein, diese Option anzunehmen. Weil dadurch, dass es aus den offiziellen Kanälen jetzt rausgeht und in private Kanäle geht, ist es so gut wie nicht mehr nachweisbar. Das heißt, egal worauf wir uns jetzt hier einlassen, wir können nicht sagen, übrigens an dem und dem Tag ist das und das passiert und deswegen gibt es ein Verfahren gegen den Typen oder sonst irgendwas. Also wir sind dann da mit drin. Ja. Also Belana sagt auch, vielleicht ist der auch irgendwie vom Geheimdienst oder wer weiß. Wir müssen uns entscheiden. Wir werden in diesem Spiel immer wieder an diese Stelle kommen. Ja. Insofern könnte ich jetzt damit umgehen, das erste zu nehmen. Weil okay. Wir haben uns nichts eingelassen. Dann machen wir das doch mal. Hast du Angst, dass uns jemand zuhört, Frank? Wer wird in solch einer Stadt schon Telefongespräche abhören? Sie, also ich denke mal, du, Ray. Sehen. Ja, das denke ich auch. Wir sehen uns definitiv nochmal. Wie sieht unsere Stadt eigentlich aus? Da ist doch so eine schöne Karte vor uns. Wir haben hier eine Militäreinheit, Bahnhof, Brandschutzkomitee, also die Feuerwehr, Taxistand und Miliz, Bergarbeiterbezirk, Ujuf-Bezirk, Haus der Kultur, Anna-Tittrich-Stadtbibliothek. Treten Sie ein, um mehr über Eisen 1 und Groff zu erfahren. Stadion, Basarbezirk. Dieses große Haus gehört auch dazu. Stadtkomitee sind wir. Stadtkomitee für Lebensunterhalt. Wolframbezirk. Und hier hinten ist das Klaus-Wolfram-Hüttenwerk. Und hier haben wir die Zustimmung. Ich weiß nicht, wenn wir hier auf den Wolframbezirk, da können wir nicht. Die Sachen lassen sich nicht anklicken, aber in die Bibliothek könnten wir gehen. Ja, zumindest mal gucken, wie es da aussieht. Fände ich gut. Ja. Oh, hier ist Drang zum Wissen freigeschaltet. Hier können wir uns viel durchlesen. Gofk. Die Gemeinschaft der Orange-Volkskommunen ist das erste Land in der Geschichte, das die Idee des kommunalen Sozialismus angenommen hat. Die GOVK ist ein entwickelter, fortschrittlicher Staat der Arbeitern und Bauern, der auf den Trümmern des alten kaiserlichen Regimes des Kowinischen Imperiums aufgebaut wurde. Nach der Orangenen Revolution und den anschließenden Befreiungskrieg haben sich die das vernichtete nationale Gefängnis besiedelnden Völker zu Kommunen zusammengeschlossen. Kowirinische Orange Volkskommune, Kentische OVK, Jenepense OVK
Ukbara OVK, Volkara OVK, Kaliha OVK und Kor OVK. Als Datum der Gründung der GOVK gilt der 3. März 1926. Als Vertreter der Kommunen unter Führung des Genossen George Irwell. Lustig, George Irwell ohne O. Ein Abkommen über die Vereinigung der Völker im Rahmen eines Landes der Arbeiter und Bauern unterzeichnet. Also unser Hintergrund hier. Genau, es ist ein Arbeiter- und Bauernstaat. Oh, hier ist richtig viel. Oh Gott, vielleicht arbeiten wir uns da so langsam vor. Ja, ich würde jetzt gerne mal, also was ist das hier? Corvinisches Imperium. Monarchistischer Vielvölker- und Ständestaat von Beginn des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Gründung des Imperiums ging eine lange Periode der Zersplitterung und Vereinigung der korvinischen Fürstentümer und unter der absoluten Macht eines Herrschers voraus. Von den Herrschern des Imperiums wurde ein imperialistischer Krieg entfacht, der später zum Grund für den Fall der alten Ordnung, den Beginn der großen Orangenen Revolution und der Befreiungskriege wurde. Okay, und jetzt gehen wir mal hier auf dieses Werk. Klaus Wolfgram Hüttenwerk. Direktor Jack Chester, Gründungsdatum 1928. Das Werk ist nach dem Helden der Orangenen Revolution Klaus Wolfgram benannt, der in Eisen 1 von der Revolution Siedlung Blackmond geboren wurde und aufwuchs und sein Leben der Rettung des unterdrückten Volks widmete. Einer der größten Hüttenwerke in der GOVK, Zentrum der Förderung von Wolfram-Erz. Das Werk ist Arbeitgeber für den Hauptteil der Bevölkerung von 1 in 1. Hier sind ca. 11.000 Personen beschäftigt. Okay. Ich würde sagen, das reicht erstmal für Hintergrund. Da kann man immer noch mal... Wir können uns ja jeden Tag eine angucken. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir die Stadt mal so ein bisschen gesehen. Was wollen wir in die Zeitung gucken oder auf die Depeschen? In die Zeitung, das finde ich mal noch was Schönes. Die Depeschen rennen uns bestimmt nicht weg. Eiserner Bote, Nummer 37, Dienstag, 13. September 1988. Wir spielen 1988. Das Stadtkomitee arbeitet zum Wohle des werktätigen Volkes. Am 12. September wurde das Stadtkomitee von Eisen 1 vom Genossen Francis River geleitet. Am selben Tag machte sich das neue Stadtoberhaupt im Schweiße seines Angesichts an seine Aufgaben. Der Redaktion des Eisernen Boten wurde bekannt, dass der Genosse River an seinem ersten Arbeitstag aktiv begann, die Geschichte unserer Stadt zu studieren, den Entwurf für einen neuen Reiseführer für Touristen genehmigte, die in Eisen 1 ihren Urlaub in dem einzigartigen Ferienort Orange verbringen, sowie sich intensiv mit der Lösung von Problemen der Einwohner der Stadt befasste. Aha, interessant. Wir arbeiten an einem Reiseführer. Neues Oberhaupt des Stadtkomitees. Dass jemand überhaupt uns besuchen möchte. Also so einladen sah das jetzt nicht so aus. Wo übernachten die denn? Tja. Am 11. September verkündet der Genosse Josef Stiel, Vorsitzender des obersten Rates der Gemeinschaft der Kommunen, auf dem 20. Parteitag der Vereinigten Arbeiterpartei der Kommunen den Beginn der Politik des neuen Kurses, die dazu bestimmt ist, unsere große Gemeinschaft zur Blüte zu führen. Im Rahmen der von der VAPK durchgeführten Maßnahmen finden bedeutende personelle Veränderungen statt, die auch unsere schöne Stadt betreffen. Das frühere Stadtoberhaupt von Eisen 1, Genosse Lebowski, hat einen Entlassungsantrag gestellt und ist in den verdienten Ruhestand gegangen. Er erklärte seinen Schritt mit dem Wunsch, der Jugend den Weg frei zu machen. Den Platz des Genossen Lebowski nimmt der junge und energische Genosse Francis River, Mitglied der VAPK und Aktivist des Orangen Jugendverbandes ein. Er absolvierte die Fakultät für Volkswirtschaft und Gemeindeverwaltung der Universität der Gesamtkommune mit Orange Diplom und hat Erfahrung in der Arbeit in der Parteistrukturen der Stadt Altstadt. Die Parteileitung erkannte die Verdienste des Genossen River und übertrug ihm die Leitung des Stadtkomitees von Eisen 1. Auf diesen Posten setzt der Genosse River seinen selbstlosen Dienst für die Gemeinschaft, das werktätige Volk und unsere schöne Stadt fort. Das neue Oberhaupt des Stadtkomitees traf am 12. September in Eisen 1 ein. Die Krankenversicherung, ein Geschenk für die Werktätigen.
Die letzte und wichtigste Errungenschaft des in den Ruhestand gegangenen Stadtoberhauptes Genosse Lebowski ist die Einführung eines neuen Krankenversicherungspakets für die Werktätigen des Klaus Wolfram Gutenbergs. Über die Vorzüge dieser Neuerungen spricht der Direktor des Betriebs Genosse Jack Chester in einem Interview, das Sie auf Seite 14 lesen können. Okay, das war alles, was wir hier machen können. Interessant. Krankenversicherung hat unser Vorgänger eingeführt. Eine großartige Sache, würde ich sagen. Ja, die arbeitstätige Bevölkerung ist ja auch wichtig. Ja. Dann gucken wir mal, was wir haben. Oh, ein paar mehr. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Dringend, streng geheim, Code Orange. Ich hoffe, dass dieser Brief nicht abgefangen wird. Genosse Stadtoberhaupt, ich glaube daran, dass Sie es verstehen werden. Dieses Dokument soll nicht in deren Hände gelangen. Sie werden fragen, wer das ist, die. Oh, noch sind Sie nicht zu mir vorgedrungen. Ich habe die Möglichkeit, Ihnen etwas mitzuteilen. In unseren ruhebereichen Stadt hat sich eine konspirative Zelle von Kapitalisten und ihren Sympathisanten gebildet. Diese schmutzige Sekte, die dem Profit huldig, sitzt unter folgender Anschrift: Straße der proletarischen Kraft, Haus 5. Einmal sah ich, wie sie verbotene Literatur an Kinder verteilten und unsere Ordnung verunglimpfende Bilder zeigten. Beeilen Sie sich, man darf keine Zeit verlieren, sonst verdrehen Sie die Stadt von innen heraus. Ihr Genosse Alvin Mazdane. Das kann nicht sein, die Miliz soll sofort zum Tatort ausrücken oder so ein Blödsinn in den Müll. Der schwärzt auf jeden Fall jemand andere Leute an und wir wissen noch nicht, was da dran ist, richtig? Richtig. Und deren Verbrechen soll sein, mit vielen Ausrufezeichen, dass sie eine andere Weltanschauung haben, als unsere Ideologie es ermöglicht. Reicht uns das, um gleich die Miliz dahin zu schicken? Nee, ich finde nicht. Ich halte es da mit Terry Pratchett. Mehr als ein Satzzeichen am Ende eines Satzes zeugt von einem verwirrten Geist. Noten sind hervorragend. Um dem verwirrten Geist noch ein bisschen mehr zu verwirren. Ich bin ein riesen Terry Pratchett-Fan. So, ich bin für so einen Blödsinn ab in den Müll. Da bin ich auch für. Ausrufezeichen sind keine Rudeltiere, ist auch eine schöne Formulierung, Belana. Vielen Dank. Oh ja, herzlichen Dank, das ist super. Später wurde Ihnen mitgeteilt, dass sich an der von dem Genossen Mazdane angegebenen Anschrift eine kleine gemeinnützige Stiftung befindet, die Bücher für Kinder aus dem Kinderheim von Eisen 1 kauft und keine Zelle von Kapitalisten. Puh, okay. Haben wir gut entschieden. Ja. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, ich wende mich mit großem Kummer an Sie. Gestern wurde mein Großvater von einer Bande junger Kenter überfallen. Die Schurken haben ihn fast zu Tode geprügelt. Ich muss zugeben, dass mein Großvater vielleicht etwas Beleidigendes gesagt hat. Er ist ein Corvinia alten Schlages und achtet nicht immer auf seine Zunge. Aber ist das ein Grund, ihm die Finger zu brechen und ins Gesicht zu schlagen? Ich habe mich an die AIS gewandt, aber man hat einfach abgelehnt, meine Anzeige aufzunehmen. Wahrscheinlich wollen sie sich einfach nicht mit der Sache befassen. Haben Angst, Zwietracht unter den Völkern zu sehen oder so etwas in der Art. Ich bitte Sie, für meinen ungerateten Großvater die Schuldigen zu finden. So etwas darf man nicht verzeihen. Hochachtungsvoll, Johanna Marburg. Wir haben drei Optionen. Man muss die Schurken sofort finden und bestrafen. Es scheint, dass der Genosse Marburg selbst an der Volksverhetzung schuld ist und das darf man wirklich nicht verzeihen. Ich möchte auch nicht daran rühren, aber dem Großvater muss geholfen werden. Wir werden ihm eine gute Behandlung in der Gebietsklinik organisieren. Alles kostet uns Geld, jede Entscheidung. Ja, es gibt auch den Hinweis, es steht wieder nicht Genosse da. Also auch Johanna Marburg scheint nicht unbedingt total hinter diesem System zu stehen, in dem wir Bürgermeister. Ja, das stimmt.
Aber davon jetzt mal abgesehen, irgendwelche Jugendlichen haben diesen Typen verprügelt, weil er ihrer Meinung nach was gesagt hätte, was uns missfällt. Das reicht mir irgendwie nicht. Also da kann ja nicht jeder kommen. Also wenn, dann sind es unsere eigenen Leute, aber doch nicht irgendwelche Jugendlichen, die jetzt alte Leute zusammenprügeln, oder? Die Sache ist halt auch, sie sagt, das sind Jugendliche gewesen. Stimmt. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache, die man nicht vergessen darf. Wenn das jetzt ein nörgelnder Opa war und quasi die Schichtarbeiter, die Mitte, die Anfang 30 sind, gerade aus dem Bus steigen, anpöbelt, weil sie nicht von jenen abstammen, die ihm in den Kram passen und er dann auch nicht zurücksteckt, hat er sich vielleicht einen eingefangen von Leuten, die gerade 10 Stunden geschuftet haben. Ist halt nur eine Sichtweise, die wir hier haben. Es ist schwierig zu sagen. Ja, ich merke, ich bin Rechtsstaaten gewöhnt, wo es dann Prozesse gibt und man dann irgendwie das versucht rauszufinden, was denn da wirklich passiert. So reagieren wir jetzt auf Briefe. Ja. In der Argumentation folgend müssten wir ja Nummer 2 nehmen, weil er hat sich ja irgendwie scheinbar mitschuldig gemacht. Oder wir sagen, boah, ich will mich damit eigentlich nicht beschäftigen, wir geben dafür mehr Geld aus. Und im Chat gibt es noch den Hinweis, dass der Typ wahrscheinlich dieser ältere Herr vom alten Schlag auch jemand ist, der vor der Revolution schon da war. Ja. Also, der wahrscheinlich auch die Revolution nicht unterstützt hat. Man weiß es halt nicht. Spekulation. So, aber die Frage wäre ja erstmal, wollen wir dem älteren Herrn helfen oder nicht? Dann wären wir ja bei 1 oder 2. Einen Punkt hätte ich noch. Oh, ja, gerne. Sie ist zur Polizei gegangen und die AIS, die ich jetzt einfach mal als Polizei abkürze, wollte ihre Anzeige nicht aufnehmen. Und sie haben Angst, Zwietracht unter den Völkern zu schüren. Das ist ihre Interpretation. Fakt ist aber, sie schreibt ja uns, weil die Polizei ihre Anzeige nicht aufnehmen wollte. Und an der Stelle, also dieser Hinweis ist, was mich zur teureren Option verleiten lässt. Ich möchte nicht daran rühren, möchte dem Großvater, also ich weiß nicht, ob ich dem Großvater eine Behandlung geben möchte, aber ja, eigentlich schon. Aber eigentlich will ich nicht daran rühren, wenn die Polizei sagt, nee, sie wollen sich da raushalten, möchte ich nicht an meinem zweiten Tag vorpreschen und mich auf eine Seite schlagen. Wäre so meine Intention. Das wäre so ein bisschen die, wir wollen das Gute tun, aber das Schlechte dabei nicht befördern, Variante. Ja. Zumal ja auch das Krankenversicherungspaket nur für die Arbeitskräfte aus dem Hüttenberg da ist. Ach komm, dann lass uns genau diese Variante nehmen. Also die dritte. Also. Mhm. Okay. Genosse Marburg begab sich zur Rehabilitation in ein spezialisiertes Krankenhaus, was sich positiv auf seine Gesundheit auswirken sollte. Johanna ist Ihnen sehr dankbar. Okay. Das ist schön. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Ich wünsche ein langes Leben. Mein Name ist Meyerson, Max Meyerson. Meine Eltern sind angesehene Ingenieure ersten Ranges. Ich bin in ihre Fußstapfen getreten und habe selbst im Wolframwerk 10 Jahre gearbeitet, wobei ich mir eine Wohnung in einem guten Bezirk verdient habe. Ja, ich bin es gewohnt, ehrlich und direkt zu sprechen, ohne meine eigenen Worte zu fürchten. Und deshalb schreibe ich, was ich schreibe. Mir ist schon lange klar, dass das Werk, von dem Eisen 1 abhängt, die Stadt gleichzeitig erstickt. Wir können es ja nicht einfach abschalten, man muss ja irgendwo arbeiten. Aber wir können wenigstens etwas tun, damit das Werk seine Abwässer nicht in die städtischen Gewässer einleitet. Der Fluss ist verschmutzt, nun gut, das ist ein fließendes Gewässer. Aber vor kurzem begannen sie, Abwässer in den Teich einzuleiten. In unseren Teich, das ist unerhört. Sie entleeren nachts Tankwagen mit ihrem Scheiß und denken, dass niemand etwas bemerkt. Als ob wir keine Augen hätten.
Früher erfreute ich mich fast jede Woche an dem Teich, denn da lebten Schwäne. Nun tut es weh, auf diese Pfützen zu schauen. Da wohnen nicht mal mehr Frösche. Schicken Sie eine Inspektion ins Werk oder machen Sie sonst irgendwas, aber bringen Sie die Leitung dazu, über die Folgen des eigenen Handels nachzudenken. Ich hoffe auf Sie. Mit freundlichen Grüßen, Genosse Max Meyerson. Was soll ich denn noch tun, damit die Familie Meyerson eine schöne Aussicht hat? Abgelehnt? Was? Warum werden überhaupt Abwässer in den Teich entleert? Das muss unverzüglich geregelt werden. Ich bin ganz klar bei Nummer 2. Weil es ja nicht um die Aussicht geht, sondern um die Abwässer, die den Teich vergiften. Ich bin auch bei der zweiten Option tatsächlich. Dann machen wir das doch mal. Sie haben beschlossen, den Umweltfrevel zu beenden. Die im Werk durchgeführte interne Untersuchung hat gezeigt, dass die Einleitung eines Teils der besonders schädlichen Chemikalien in den Teich die persönliche Initiative eines Leiters der mittleren Ebenen war, zu dem Gerüchte über die Überprüfung des Wassers im Fluss durchgedrungen sind. Sie bezweifeln, dass eine solche Entscheidung auf dieser Ebene getroffen werden konnte, haben aber keinen Gegenbeweis. So oder so, das Gewässer wurde gerettet. Wahrscheinlich wird es sich nach einiger Zeit erholen und die Schwäne kommen zurück. Oh, okay. Und am Tag 2 tatsächlich gleich durchgegriffen. Ja, aber es fühlt sich auch richtig an. Kurz auf den Chat eingegangen. Wir spielen For the People im Moment. Eine ganz kurze und kleine Pause von Democracy 4. Wir werden zu Democracy 4 auf jeden Fall zurückkehren. Wann genau, wissen wir noch nicht, aber wir wollen For the People mal einen Versuch geben. Und es macht im Moment sehr, sehr viel Spaß in diesem Spiel, was nach Aussage der Entwickler gemacht wurde, um mal Menschen, die in der Demokratie aufgewachsen sind, ein Gefühl davon zu geben, wie es ist, in einem kommunistischen System zu sein. Also sie machen es ein bisschen allgemeiner. Sie sprechen von einem totalitären Staat. Ah ja, okay. Aber ansonsten das quasi das Gegenteil. Es gibt Demokratien und es gibt totalitäre Staaten und dann gibt es ganz, 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 ganz viel dazwischen. Weil es keinen Staat in reinster Form gibt. In ja. Und darum geht es, dass wir ganz vielen solchen Fragestellungen begegnen und wir uns entscheiden müssen, gucken müssen, welche Handlungsspielräume haben wir und wie wirkt sich das auf die Menschen aus, die in unserer Stadt leben, aber eben auch auf die Wirtschaft und die Situation mit der Partei. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Schreiben, was uns erreicht hat. Wolframbezirk an den Genossen Francis River. Oh, das scheint ein offizielles Schreiben zu sein. Guten Tag, Genosse River. Mein Name ist ebenfalls Frank. Nur der Nachname ist anders. Fernsby. Ich bin für den Eisenbahnknoten Eisen 1 zuständig. Ich hätte schreiben wollen, dass ich einfach nur das neue Stadtoberhaupt kennenlernen möchte, aber dem ist nicht so. In Wirklichkeit muss ich über recht unangenehme Dinge berichten. Beginnen wir damit, dass unser Abschnitt fast verschlissen ist. Es geht nicht nur um die Personenzüge, obwohl diese in der letzten Zeit häufiger gefahren sind, es geht um das Werk. Dorthin fahren ständig neue Züge mit Schrott, in die entgegengesetzte Richtung fahren sie mit fertigen Produkten. Das ist hervorragend. Arbeitsplätze, starke Wirtschaft, steigender Wohlstand des Werktätigen. Nur für eine vollwertige Reparatur der Gleise findet sich, warum auch immer, seit Jahren kein Geld mehr. Wahrscheinlich scheint unseren weiteren Amtsträgern, damit meine ich nicht Sie, dass die Eisenbahn eine Art Fluss ist, der von selbst und auf ewig fließt. Das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen neue Schwellen als Ersatz für die Verrotteten. Wir brauchen auch Schienen und wenn diese, auch wenn diese nicht verrotten, haben Sie schon mal etwas von Metallermüdung gehört. Wir brauchen Ausrüstung, wir brauchen Leute. Meine Jungs sind natürlich tüchtige Leute, aber es sind zu wenige. Und sie sind auch keine Götter. Götter gibt es bekanntlich nicht. Es versteht sich von selbst, dass wir tun, was wir können. Sonst würden jede Woche Züge entgleisen. Aber ohne umfangreiche Erneuerung der Infrastruktur lässt sich so etwas einfach nicht vermeiden. Ich hoffe, dass ich die ganze Ernsthaftigkeit der Situation wiedergeben konnte und nicht zu grob war. In Hoffnung auf eine Änderung zum Besseren. Francis Fernsby, Vorsteher der Eisenbahnstation Eisen 1. Ist wirklich alles so schlecht? Besser nichts riskieren, 6.000 ausgeben. Der Genosse übertreibt stark,
aber eine Ausbesserung der Bahnstrecke kann nicht schaden. Minus 3000. Wenn dieser dreiste Typ meint, dass er mit seiner Schauergeschichte mehr Geld herausschlägt, dann muss ich ihn enttäuschen. Nichts. Ja gut, ich meine, kaputte Schwellen und verrostetes Metall kann man jetzt schwer wegdiskutieren. Und wenn unsere ganze Wirtschaft davon abhängt, dass dieses Werk funktioniert, hänge ich irgendwo zwischen den ersten beiden Varianten. Ich wäre jetzt auch tatsächlich dazu, hätte dazu tendiert, das erste zu nehmen, also wirklich was auszugeben, weil es sieht so aus, als ob Eisen 1 sich nur um dieses Werk dreht. Und wenn wir keine Verbindung haben, um die Waren wegzugeben, dann gebe ich hier gerne Geld für Infrastruktur aus. Ich glaube, hier nicht zu investieren, würde uns nachher in den Arsch beißen. Und 6.000 fühlt sich noch nicht so viel an, wenn wir hier oben auf 4.425 verfügbares Budget draufschauen. Aber es ist nicht nichts. Aber ich finde, er hat sein Anliegen nachvollziehbar vorgetragen. Tief. Also ich habe auch geschwankt zwischen diesen beiden Varianten. Du sagst das erste, Edelhack sagt im Chat auch das erste. Ich kann dieser Argumentation folgen. Also lieber nichts riskieren, wenn wir komplett davon abhängen. Sehr schön. Sie haben sich um eine Reparatur der Eisenbahn gekümmert. Es scheint, dass Fernsby sie jetzt für seinen Freund hält. Okay. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!